Nicolas ist gespannt, was ihn erwartet an seinem ersten Arbeitstag in Kenia. Ein Jahr lang will der 18-Jährige als Freiwilliger bei einer Umweltorganisation arbeiten. Stell deine Tasche ins Büro und dann führe ich dich rum. Hier einfach mal in einer anderen Kultur das Leben kennenzulernen und einfach alles mal von einem ganz anderen Blickwinkel sehen zu können. Das, ja, bin ich sehr gespannt drauf. Anders als in Nicolas Heimat Deutschland sind die Folgen der Klimaerwärmung hier am Viktoriasee bereits deutlich zu spüren. Seit einigen Jahren regnet es in der Region immer häufiger. Regelmäßige Überschwemmungen sind die Folge, so wie hier auf der Farm von William Otieno. Um Menschen wie ihm zu helfen, lassen die Ecofinder Toiletten errichten, die auch den Fluten standhalten. Nur eines von vielen Projekten der Umweltorganisation. Früher hatten wir hier als Toilette nur eine Grube, aber die wurde immer wieder überflutet. Wenn dann mal jemand zu Besuch kam, habe ich mich sehr geschämt, weil hier überall Fäkalien rumschwammen. Ein weiteres Projekt von Ecofinder, häusliche Biogasanlagen. Aus Kuhmist entsteht in unterirdischen Tanks Methangas. Das wird dann in die umliegenden Häuser geleitet, zum Lichtmachen oder Kochen. Ich bin wirklich super beeindruckt, wie viele Projekte ich an einem Tag schon jetzt sehen konnte. Einmal Biogasanlagen, die Ökotoiletten. Und dass es wirklich auch, wenn man richtig sieht, dass es den Leuten was bringt. Am nächsten Morgen soll Nicolas nicht nur zuschauen, sondern selbst mit anpacken. Die Ecofinder wollen den rasant steigenden Verbrauch von Feuerholz und damit auch den Ausstoß von CO2 eindämmen. Dazu werben sie für den Einsatz von Energiesparöfen. Da ist ein großer Stein drin, der kann die Hitze besser speichern. Damit brauchen sie viel weniger Holz zum Kochen. Nicolas Kollegin erklärt, warum ausländische Freiwillige für Ecofinder so wichtig sind. Wir erleben es immer wieder, dass die lokale Bevölkerung viel aufmerksamer ist, wenn sie einen Ausländer sehen. Es ist deshalb gut, Nicolas dabei zu haben, wenn wir diese Dinge hier vorstellen. Die Leute sind dann viel zugänglicher dafür. Ein Jahr in Afrika, das bedeutet aber auch ein Jahr ohne die Familie. Das könnte theoretisch wirklich sein, dass ich irgendwann mal starkes Heimweh kriege. Und ja, das ist vielleicht das, was mir die größte Sorge bereiten würde. Im Moment aber fühle er sich sauwohl, erzählt uns Nicolas am Ende seines zweiten Arbeitstages. Für Heimweh sei bislang überhaupt noch keine Zeit gewesen.